Hallo, liebe Zuschauer, mein Name ist Elena Bruckner. Ich arbeite für die Pfalz-Redaktion der Rheinpfalz und ich darf heute mit Helena Berlinghoff sprechen. Helena ist 15, kommt aus Schifferstadt im Rhein-Pfalz-Kreis und hat es ins Finale bei der RTL-Show Supertalent geschafft. Sie spielt Klavier und ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen: Du komponierst ja alle deine Stücke selbst, oder? Ja, ich mache alle Genau, selber, und ja. wie war das jetzt für dich, als klar war, du stehst im Finale? Was war das für ein Gefühl? Also ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich hatte es nämlich nicht erwartet. Auch gerade, weil es die letzten zwei Namen genannt worden sind. Ich hatte es einfach nicht glauben können. Bis Und jetzt nicht. wie war jetzt deine Erfahrung allgemein in der Sendung? War das jetzt so, wie du das dir vorher vorgestellt hast? Also ich hatte eigentlich keine richtige Vorstellung davon. Also im Fernsehen ist es schon, wird schon anders gezeigt, wie es hier ist, aber ja, es ist eine Erfahrung auf jeden Fall. Ja, wie du schon gesagt hast, deine Stücke sind ja selbst komponiert, die du in der Sendung spielst. Woher nimmst du denn die Inspiration dafür? Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich setze mich eigentlich immer dran und dann kommt irgendwas raus. Ich höre gar keine Klaviermusik, sondern habe halt einfach irgendwelche Ideen. Okay, und was können wir jetzt von deinem Auftritt am Samstag erwarten? Hast du dir was Besonderes ausgedacht? Also ich habe nochmal nach dem Halbfinale habe ich fürs Finale nochmal was Neues gemacht. Also habe ich letzte Woche wirklich ein neues Lied gemacht. Und ja, für mich ist es nochmal schwerer zu spielen und vielleicht klingt es dann auch nochmal krasser. Ja. Was ist das für ein Lied und also was für eine Stimmung hat das? Also es ist eher dramatisch und kommt dann auch in so eine Weihnachtsstimmung. Also es sind zwei Teile und da passiert ziemlich viel in diesem Lied. Okay, dann bin ich mal gespannt. Sag vielen Dank für das Gespräch und wünsche dir viel Glück am Samstag im Finale. Dankeschön.